Hallo Leute, viele haben mich ja schon gefragt, wann ist das Licht dran? Heute ist das Licht dran. Und zwar installieren wir heute die drei neuen Max-Spec-Leuchten. Und zwar MJ steht für Max-Spec-Jump L165. Ich vermute ganz schwer, dass die 65 für die 65 Watt LED, dass die dafür verwendet werden, weil das die Wattstärke ist. Ja, wer da drauf Bock hat, bleibt dran. Wir packen das Ding jetzt aus. Ja, Leute, vielen Dank fürs Dranbleiben. So sieht es aus, was man aus dem Karton holt. Das heißt, es ist alles nochmal einzeln eingepackt. Aber das Herzstück ist natürlich, glaube ich, das, was die meisten interessieren wird. Und zwar sieht diese Lampe so aus. Ich blende euch jetzt auch mal die ganzen möglichen Lampenkanäle ein, die diese Lampe mitbringt. Und was Max-Spec selber angibt, ist, dass die auch bei verschiedenen Farbprofilen immer noch 95-100% Leistung geben und beziehen sich darauf, dass bei manch anderen Hersteller, wenn da bestimmte Farben verwendet werden, die Leistung deutlich nach unten geht, nämlich um gut 40%. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir bauen das jetzt mal zusammen und sehen uns gleich wieder. So, dann gehen wir ja mal in Medias Res. Also was mir gut gefällt, ist, dass gleich mal eine Halterung dabei ist. Es gibt ja Lampen, da hast du keine Halterung. Das ist dann immer nicht so schön, wenn man anfangen muss zu basteln. Hier ist eine dabei und es ist eigentlich auch ganz gut durchdacht. Das ist der Sockel. Dieser Sockel sitzt dann später so im Aquarium. Hierfür gibt es zwei Schrauben, die vorne später dann rangemacht werden, um das zu fixieren. So. Dann kommt das Teil. Und hierfür gibt es natürlich auch wieder eine Schraube. So, ist fest. Dann kommt das nächste Teil. Auch hierfür gibt es eine Schraube, das ist dann natürlich zum Verstellen. Also, das könnte man dann, je nachdem, wenn man es fürs Becken braucht, entsprechend verstellen. Und die letzte, die kommt erstmal hier dran. Die muss mit dem Schraubenzieher festgedreht werden. So, und auch hier würde sich das natürlich dann entsprechend wieder verstellen lassen und hier oben dann einfach nur festdrehen. So, und das wäre dann die ganze Lampe. So Leute, es ist soweit. Unsere alte Leuchte ist runter. Die neuen Leuchten sind alle vorbereitet. Und jetzt kommt natürlich Kasus Knaxus. Guckt mal an, ein Becken mit Mittelschacht wird natürlich zum Problem, ne? So, was ich meine ist, wir haben jetzt das, ja, hier was eingebracht, wo natürlich hinterher diese Glas-Abdeckung nicht mehr reichen wird. Aber wir drehen jetzt erstmal die zwei Schrauben fest, damit die Lampe sitzt. Hoffentlich möglichst mittig, sieht aber so aus. So, und noch ein bisschen, oh, das ist auch ganz schön. So. So, alle drei Lampen sind drüber installiert und jetzt kommt das, was ich kurz schon angeschnitten habe, mein Glasdeckel für den Mittelschacht, der wird nicht mehr passen. Und das wollen wir natürlich nicht und deswegen haben wir uns natürlich auch vorher schlau gemacht. Und das Tolle ist, es gibt in den Reihen der Salzwasser-Aquarianer natürlich auch Leute, die sowas machen. In dem Falle war das der Martin Sebald von der Seite binnenmeer.de, der genau solche Sachen fabriziert, produziert und uns freundlicherweise diesen Ersatzdeckel gemacht hat. Und natürlich freundlicherweise auch mit dem Anker- und Meerlogo oben drauf.
Und wenn mich nicht alles getäuscht hat, müsste es halbwegs passen. Ich habe ja viel berücksichtigt, aber nicht, dass das Teil noch ein bisschen von der Wand wegsteht, aber es ist in Ordnung, damit kann ich leben. Und voilà, die Lampen sind an. Wir konnten das leider nicht filmen, weil das ist eine ganz schöne Formelei. Wir zeigen euch jetzt auch gleich unseren kleinen Unterschrank, in dem die Technik drin ist. Claudia hat das freundlicherweise auch etwas vernünftig verlegt, dass man überhaupt nur drankommt. Aber wie ihr schon seht, wir haben echt keinen Platz. Aber das ist halt einfach so, ne? Durch die drei 1,5 Liter Behälter noch. Ja, einfach Verkabelung, wie man das so kennt, einstecken und fertig. Die sind jetzt überhaupt nicht eingestellt, damit beschäftigen wir uns jetzt gleich im Nachgang. Aber das ist jetzt das, was passiert, wenn man die drei Lampen einsteckt. Das ist das Bild, das sich dann im Becken gerade ergibt. So Leute, weiter geht's. Und einer der spannenden Dinge von solchen Lampen sind natürlich die Steuerungen dazu. Und die wollen wir jetzt mal ganz kurz angucken. Kurz zur Info noch, wir haben die Lampen ein Punkt, also ein Loch weiter runtergehängt, weil ich denke, dass das reicht. Und um diese Lampen jetzt wirklich vernünftig nutzen zu können, das heißt, dass man auch alle drei in eine Gerätegruppe nimmt, sollte man natürlich die entsprechende Anwendung laden. Dazu gehen wir in den App Store und geben ein Synergy Cloud. Und hier ist auch schon die zweite, die ihr da seht. Ich habe sie natürlich schon installiert. Entsprechend öffnen wir jetzt die Synergy Cloud, die ich schon drauf habe. Und wie ihr seht, ich habe alle drei Leuchten jetzt auf meinem Gerät. Ihr müsst im Prinzip oben rechts klicken und den B-Knopf der Leuchte drücken. Das ist der äußere, sodass diese Lampe gefunden wird. Falls ihr die Lampe nicht findet, müsst ihr 6 Sekunden drauf drücken. Ein ganz wichtiger Hinweis. Ich klicke mal auf Weiter. Hier würdet ihr jetzt die Lampe mit dem Passwort, das hier angegeben wird, verbinden können. Ganz, ganz wichtig, das ist uns nämlich auch passiert, ihr müsst das 5 GHz Netz in eurem WLAN-Router deaktivieren für die Einrichtung. Das stört scheinbar die Lampen, steht auch in der Bedienungsanleitung drin. Das heißt, ihr könnt im Router reingehen, Fritzbox, was auch immer, deaktiviert das kurzfristig und könnt dann die Lampen verbinden. Wir haben allerdings auch das nächste Problem gehabt, dass unsere Lampen nur eine oder zwei angezeigt wurden, nicht alle drei. Rätselslösung war, eine Lampe etwas näher an den Router und dann hat es auch funktioniert. So, das, was wir jetzt durchführen, habe ich tatsächlich auch noch nicht gemacht. Wir haben hier ganz unten, steht links meine Geräte, in der Mitte steht Gerätegruppe und da klicken wir jetzt mal drauf. Und oben haben wir ein Pluszeichen, da gehen wir auch drauf und hier kann ich im Prinzip schon 1, 2 und 3, haha, machen wir Amatus 400, erstmal einen Namen vergeben. Amatus 400, haben wir vergeben. Und machen bestätigen. Bitte wählen Sie die Geräte für die Gruppe aus. 1, 2, man muss vorne auf den Haken klicken. Alle drei bestätigen. Vorgang erfolgreich. So, wir bewegen uns jetzt natürlich auch in dem angelegten Amatus 400 und ich habe jetzt alle Kanäle deaktiviert. Die möchte ich euch jetzt einzeln zeigen. Das ist einmal das UV und Violett, das Blau, immer jeweils 100% natürlich, Königsblau und kühles Weiß. Dann haben wir einen Kanal Grün. Ein Kanal warmes Weiß und den letzten Kanal rot. So, das sind die einzelnen Kanäle. Ich mache jetzt aber auch mal für euch mal alle an, damit man sieht, was da für ein Bild dann im Becken entsteht. Gut, jetzt möchte ich euch zeigen, wie die Leuchte programmiert werden kann. Was finde ich ganz interessant ist, ihr habt einmal ganz oben beim Farbtemperaturmodus eine Auswahl. Ihr könnt 12.000 Kelvin, 16.000 Kelvin und 20.000 Kelvin nehmen. Wir sind im Moment auf 12. Ich gehe jetzt mal auf 16 und ich gehe jetzt mal auf 20. Dann sieht man, dass das Licht immer ein bisschen blauer wird.
Ganz rechts daneben, neben der Farbtemperatur, haben wir den Mondscheineinstellung. Das heißt, ihr könnt ja tatsächlich den Mond einprogrammieren, mit reinnehmen. Ich mache es nicht, das kann dann jeder für sich selbst entscheiden. So, was glaube ich ganz interessant ist, ist der Automodus. Das heißt, die Lampe bringt eine Art einfachen Einrichtungsmodus mit. Das seht ihr jetzt auch. Und zwar, ich gehe jetzt auf Automodus und dann erscheint eine Auswahl. Da kann ich sagen SPS, LPS, Weichkoralle, SPS, LPS, Weichkoralle, LPS und nur Fische. Wir nehmen jetzt einfach mal das SPS-Programm. Auch hier kann man wieder sagen, ich möchte jetzt, glaube ich, eher zwischen 16 oder 12. Sag bestätigen, gib ein, wann das Licht anfangen soll und wann das Licht enden soll. Also ich kann hier reingehen und kann das entsprechend einstellen. 10.30 Uhr bis 21 Uhr, mal angenommen. Ich gehe auf Weiter. Und wenn ich jetzt bestätige, haben alle drei Lampen das, was ich gerade eingestellt habe. Das ist der einfachste Modus, den man einfach anwenden kann. Was jetzt noch interessant ist, ihr seht ganz rechts unten auf dem Bild eine Zeitschaltuhr, die gestrichelt ist. Wenn wir da drauf gehen, kommt eine Art Akklimatisierungsphase. Das heißt, wenn einer ganz neu auf einer LED-Beleuchtung ist, ist es ganz gut, wenn man die Lampen nicht gleich auf 100% betreibt, sondern das ein bisschen reduzierter fährt. Deswegen bietet die Lampe da schon an, dass man sagt, wir können jetzt einstellen on, gehen her, sagen, ich hätte gerne die nächsten 2 Wochen, 14 Tage, die Lampe nur auf 75% oder 80% betrieben. Bestätige das, es wird umgesetzt. Und nach den 14 Tagen würde die Lampe aus diesem Akklimatisationsmodus rausgehen und das so betreiben, wie ihr das vorher eingestellt habt. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt und das wäre dann, also das war die einfache Einrichtung. Wir löschen jetzt mal Zeitpunkte und versuchen mal manuell unser Becken zu betreiben. So, wir kommen jetzt zum manuellen, also zum automatischen Modus. Und zwar, wir sind jetzt im manuellen und klicken auf Auto, haben dort die Möglichkeit, bestimmte Zeitpunkte zu programmieren. Also ich persönlich gehe jetzt mal auf 9 Uhr, das ist so die Zeit, wann wir unser Aquarium starten lassen, klicke auf das Pluszeichen und habe den ersten Punkt gesetzt. Jetzt sage ich, wir gehen jetzt auf, sagen wir mal, 10.20 Uhr und setze den zweiten Punkt. Jetzt muss ich ihm natürlich sagen, was soll zwischen 9 und 10.20 Uhr passieren? Da hätte ich gerne auf jeden Fall, weil ich das gerne mag, ein blaues Hochfahren im Aquarium und bestätige das jetzt. Das heißt, ich habe jetzt den ersten Zeitpunkt gesetzt. Jetzt gehen wir von 10.20 Uhr her und sagen, bis 12.20 Uhr erstellen wir einen neuen Punkt und würde sagen, dass sich sowohl der UV-Kanal als auch der blau-weiße Kanal als auch der grüne und der warm-weiße mit einschalten dürfen. Ein bisschen rot nehmen wir auch mit rein und sagen bestätigen. Jetzt nehmen wir den nächsten Punkt und sagen 13.45 Uhr. Ja, ich würde es gar nicht großartig verändern, doch ich würde ein bisschen blau und UV, ein bisschen mehr und würde sagen bestätigen. Und jetzt gehen wir auf eine Zeit, die etwas weiter weg liegt, sagen wir mal um 17.10 Uhr, setzen den nächsten Punkt. Da schlägt uns die Lampe übrigens schon vor, dass sie das Ganze wieder etwas runterfährt. Dem würde ich im Moment auch folgen, ausprobieren müssen wir es trotzdem, aber wir bestätigen das und haben den nächsten Punkt gesetzt. Und dann sagen wir, wir hätten gerne bis 19.55 Uhr oder 19.30 Uhr den nächsten Punkt gesetzt. Und aber hier würde ich sagen, wir nehmen da schon Rot, Gelb und das raus, bestätigen das und würde jetzt sagen, dass wir bis ungefähr 21 Uhr das restliche Blau, was wir drin haben, tatsächlich auf Null fahren lassen. Bestätigen das und haben jetzt unsere Kurve. Ob das die richtige ist, wage ich jetzt zu bezweifeln. Aber wir haben jetzt mal einen kompletten Tag simuliert. Ich bestätige das mit dem Klick auf das dritte, das heißt der Haken. Und dann wurde diese Einstellung übertragen.
Was jetzt auch noch ganz interessant ist, wir können nämlich hier Einstellungen auch speichern. Das heißt, ihr seht das hier jetzt, ich kann dem Ganzen einen Namen geben. Also wenn ich eine besonders tolle Geschichte habe, das ist ja oft so, dass wir gefragt werden, wie fahrt ihr denn eure Lampe? Na, hat natürlich jetzt Robert ist richtig. Und dann können wir hergehen und können sagen, zack, jetzt haben wir dieses abgespeichert. Und dann kann man auch, soweit ich weiß, in die, Moment, ich glaube, hier oben ist es, genau. Hier gibt es die Verwaltung von Einstellungen, das ist das Falsche, aber es gibt den Bereich, wo wir unsere abgelegten Profile finden. So, ich habe es gefunden. Also im Prinzip müsst ihr auf die drei Punkte gehen und da, wo steht Einstellungen laden, das ist der dritte Punkt von oben. Da gehen wir drauf und dort finden wir die verschiedenen Profile, die ich jetzt auch schon angelegt habe. Hier müsste jetzt auch irgendwann der kommen. Genau, das ist der, den wir gerade angelegt haben. Und wenn ich jetzt sage, ich will den übernehmen, klicke ich unten auf den blauen Button. So, ihr Lieben, das sind die Einstellungen dieser Leuchte. Also das hat wirklich ganz gut geklappt. Das ist eigentlich für jeden selbsterklärend. Es sind natürlich viele Punkte, wo man draufklicken kann, aber das macht nichts. Man kann eigentlich auch nichts kaputt machen. Man kann die Einstellungen ganz einfach löschen. Man kann die Einstellungen einfach übertragen. Also alle drei Lampen sagen, du musst das und das machen. Der Rest, wie wir das Aquarium jetzt fahren, werden wir für uns austüfteln. Ihr habt, wenn ihr ganz neu eine LED-Leuchte habt, diesen Akklimatisationsmodus, der immer ein bisschen nicht ganz die volle Leistung aufruft, sondern das ein bisschen angenehmer für die Tiere vonstatten gehen lässt. Ja, ich würde sagen, wir müssen sowieso demnächst nochmal reingucken und auch mal gucken, wie sich die Korallen verändern. Wir sehen jetzt ein komplett anderes Licht, als wir vorher hatten. Das ist jetzt ein bisschen mehr Rot drin, würde ich sagen. Also die Milka sieht ein bisschen anders aus, auch die anderen Korallen. Die müssen sich jetzt erstmal daran gewöhnen, dass es jetzt ein neues Licht gibt. Ja, ich würde sagen, wir berichten in einer der nächsten Folgen dann, wie sich unser Becken entwickelt. Ja, und ich bin natürlich auch froh, wenn er uns das eine oder andere dazu sagt, wenn ihr so eine Lampe habt. Und da freuen wir uns drüber. Vielleicht habt ihr auch die eine oder andere Anregung oder vielleicht sogar das eine oder andere tolle Farbprofil, das man dann tatsächlich wunderbar zwischen den Aquarianern tauschen kann. In dem Sinne, das sind die neuen Maxpec Jump L165. Nochmal kurz abschließend, 3x65 Watt sind ungefähr 195. Wir hatten vorher eine Leuchte drüber mit ungefähr 200. Das kommt ungefähr dem Ganzen nahe. Es ist nur anders verteilt. Also das muss man schon sagen. Was noch erwähnenswert wäre, ist, Maxpec selber gibt an, dass eine dieser Leuchten 60 Zentimeter schafft in der Breite und in der Höhe. In der, naja, Breite ist so rum, also in der Länge zum Aquarium ist die eigentlich nur für 30 Zentimeter gedacht. Das heißt, wir haben 1,20 Meter, haben jetzt 3x30, 90. Theoretisch hätte man noch eine vierte dazu packen können. Naja, wir werden sehen. Wir haben keine High-End-Tiere. Vor allen Dingen hat man links und rechts auch immer ein bisschen Platz, wo also nicht mehr so viele Korallen wachsen. Von daher denke ich, dass drei Leuchten dicke reichen. Ja, und wir werden berichten. Wir werden sehen, wie es ist. Liebe Leute, ich wünsche euch was und bis bald. Ciao.